Hallo und herzlich willkommen zurück zu Immortals Phoenix Rising. Ja, in der letzten Folge haben wir hier unten ein paar mächtig, mächtig starke Gegner platt gemacht. Und da unten sind immer noch Sachen zum Einsammeln, sehe ich gerade. Von da hinten, wo man jetzt die Vögel ungefähr flattern sieht, bin ich jetzt gerade gekommen und wollte mich hier nochmal umschauen. Da habe ich gedacht, ich könnte mal schauen, ob unten noch was ist. Und dabei fiel mir auf, dass da hinten noch was ist. Jetzt weiß ich aber nicht. Ich meine, wir sind hier im Questbereich. Ich weiß nicht, ob das dazugehört. Ich sammle mal eben kurz die Sachen hier ein, damit ich die jetzt nicht vergesse. Das gehört jetzt auch schon wieder zum Questbereich. Das irritiert mich nämlich dann immer. Oh, Moment, hier unten. Kann man aber nicht. Oh, Moment. Ah! Ah! Da wäre etwas Schweres. Ja, dann würde ich doch sagen, dass wir das direkt mitnehmen. Wenn wir nach oben gehen, um zu gucken, weil da stand, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre. Okay, da komme ich nicht hoch. Komme ich da überhaupt hoch? Ich bin jetzt da gerade so runtergesprungen. Oder muss ich es hochwerfen? Aber ich schätze mal, dann mache ich die Dinger kaputt, oder? Nein, nicht dahin. Du sollst schon in eine Richtung gucken, wo ich auch. Genau. Okay, aber ich kann hier hochgehen. Das ist schon mal gut. Ich meine nämlich, da stand so ein Schmiede, so ein Amboss drauf, dass man was Schweres braucht. Ja, eigentlich wollte ich jetzt gucken, ob das hier auch einen anderen Weg noch in die Höhle geht. Aber so geht es natürlich auch. So, reicht das schon? Anscheinend nicht. So, ein bisschen zur Seite legen. Ich hoffe, dass da nämlich noch was daneben passt. Brauchen wir denn alle drei hier oder reicht das, wenn wir zwei davon mitnehmen? Das ist jetzt die große Frage. Boah, man kann aber echt schlecht lenken, wenn man hier mit dem Ding läuft. Das ist ja krass. Okay. Ja, doch, die Hälfte ist aber schon unten. Ich denke mal, ich hoffe mal, das reicht. Passt das? Ja. Okay, perfekt. Die Frage ist jetzt nur, gehört das dazu? Weil das sieht alles so aus nach so einem Bogenschützenrätsel. Vor dem ganzen Hokuspokus war Phoenix eine Schildträgerin. Dann sollte sie wenigstens in dem Teil gut sein. Phoenix hat viele Talente, viele Gaben. Diese Opfer sollten für ein angemessenes Begräbnis reichen. Ja, gut. Wirf sie hin und kümmere dich um meinen Auftrag, Sterbliche. Wir haben keine Zeit für solche Nebensächlichkeiten. Okay. Das heißt, da muss ich jetzt hin? Ja, sieht so aus. Bring die Opfergaben zum Grab. Okay. Gut, das ist ja jetzt nicht besonders, weil ich glaube jetzt nicht, dass ich das bisschen hier cutten muss. So, das heißt, das ist aber die Insel dahinter. Das ist, denke ich mal, nicht die hier. Ach, das glaube ich da, wo es gerade so am Blinken war. Ne, was macht die denn jetzt hier? Nein, lass doch mal los. Du sollst hier weiterfliegen. So. Ja, das sieht mir sehr danach aus. Von der aus bin ich nämlich gerade rübergekommen. Ja, das war jetzt ein geiler Senkflug hier gerade. Von da hinten bin ich, also was heißt gerade, bin ich vorhin rübergekommen in der Folge davor. Weil irgendwie musste ich ja übers Wasser. So, Schwimmzug ist übrigens das. Das habe ich bisher auch noch nie gezeigt. Ich weiß aber nicht, ob das besser ist, als normal zu schwimmen. Ob man da weiterkommt. Ja, doch, man verbraucht wesentlich weniger Ausdauer, glaube ich. So, wo müssen wir denn hier hin? Ach, hier drauf? Oder? Ja, das sieht gut aus. Natürlich fehlt noch eine Opfergabe. Es muss Weihrauch verbrannt werden. Oh Im nein. Ernst? Oder? Das muss hier oben. Oh, sag mir jetzt bitte nicht, dass es dieses Bogen. Das wollte ich eigentlich ja jetzt nicht in dieser Folge machen. Oh nee. Ich hasse das. Deswegen wollte ich mich jetzt eigentlich davor drücken. Oh. Muss ich denn hin? Da? Oder muss ich hier einfach nur durch, damit ich den Weihrauch da. Keine Ahnung. Oh.
Die sind schon entzündet oder sind die alle hier so am Blinken? Aber eigentlich muss ich doch nur die Flamme entzünden, oder nicht? Es würde ja theoretisch... Nee, es würde doch theoretisch reichen, wenn ich hier so eine Flamme nehme, oder? Jetzt mal so ganz praktisch gedacht. Oh. Okay, der Bogen reicht jetzt nicht so wirklich. Ich habe natürlich nicht unendlich viel Ausdauer. Was ist denn, wenn ich da nach links gehe? Ich versuche alles, um abzukürzen in dem Fall. So, das Problem ist halt, ich habe nicht unendlich viel Ausdauer. Aber wenn ich jetzt hier einen Bogen machen kann, um da hinzukommen. Ja, perfekt. Jetzt muss ich nur noch treffen. Komm. Was sich nicht ganz so schwierig gestaltet, wie ich gedacht hatte. Obwohl... Sollte ich die nicht entzünden? Oder muss ich die jetzt wirklich mit dem Ding entzünden hier? Muss die blau sein? Nö, oder? Oh, Leute. Die ist doch entzündet. Ist das euer Ernst? Moment, das geht darum, darum, da hinten. Darum. Aber ich krieg doch niemals den Fall da hinten so... So geschossen, dass der da... Boah, ey. Da muss ich ja auch noch hier draufstehen. Nein, jetzt ist die Flamme wieder aus. Also ich bin jetzt überzeugt, dass ich das damit machen muss. Warum? Ich meine, immerhin ist das Ding schon entzündet gewesen. Ihr seid echt Idioten. Also die, die das gemacht haben. Ja, und hier kann ich doch überhaupt gar nicht... Ach so. Oh, oh, oh. Ich kann doch. Ich kann doch. Wo ist der Nächste? Da. Nein. Wo ist der Nächste? Da oben. Nicht dagegen. Oh. Da. Oh, ich sehe nichts. Scheiß Sonnenuntergang. Nein. Nein! Ach Mann, das ist doch purer Sadismus, ganz ehrlich. Ach Mann. Ey, kann ich... Moment, ich muss hier mal kurz Tageslicht machen, weil das hat mich so dermaßen geblendet gerade. Also es tut mir jetzt wirklich leid. Ich muss erstmal Nacht machen und dann Tag machen, nehme ich an. Oder sind wir direkt schon am Tag? Aber bitte jetzt nicht im Sonnenaufgang, weil dann hätte ich mir nicht viel genommen. Oh nee, ist auch so eine Scheiße. Aber ich denke, es ist ein bisschen besser, oder? Ich probiere es mal. Oh, das war doch gemein gerade, jetzt mal ganz ehrlich. Aber ich weiß zumindest, dass es funktioniert. Und ich weiß schon mal in etwa, wo ich rum muss. Das ist schon mal etwas. Oh... Eieiei. Wo war das? Da oben? Boah, wenn ihr wüsstet, wie mein Controller hier gerade am Vibrieren ist. Nein! Scheiße! Jetzt habe ich sie alle verpasst. Mist! Geht das auch, wenn ich nur den Rest mache? Fuck! Och Mann, das war beim ersten Lauf so schön. Jetzt mal ohne Scheiß. Also wenn ich jetzt noch 30 Versuche brauche, dann werde ich die jetzt alle rausschneiden. Wenn es jetzt beim nächsten klappt, dann ist es schön, dann brauche ich nichts zu schneiden. Ansonsten wundert euch nicht, falls jetzt gleich ein kleiner Cut entsteht. Aber die sind jetzt, Moment, die sind jetzt aber alle entzündet, oder? Muss ich jetzt nur noch die restlichen hier entzünden? Kann das sein?
wäre natürlich geil. Und die beiden habe ich geschafft. Das heißt, nein! Och Gott, ist das jetzt euer Ernst? Das heißt aber, ich könnte darum... Oh mein, die Flamme ist doch entzündet. Hä? Die Flamme ist entzündet. Was? Hallo? Leute? Was soll ich denn machen? Die ist entzündet. Hä? Ich kann ja auch nichts machen. Gibt's hier noch irgendwas? Ach so, Moment. Dank der Opfergaben und des Weihrauchs würde der arme Soldat endlich Ruhe finden. Ah. Es ihn zu Charon geleitet hatte. Vielleicht geleitet Phoenix nun uns etwas näher zur Lösung unseres Problems. Mangelnde Konzentration? Für mich sieht es aus, als hätte Phoenix das große Ganze im Blick gehabt. Ja, super. Das war jetzt tierisch holprig. Aber es hat funktioniert. Wobei es ja eigentlich beschiss ist. Ich meine, die war vorher ja schon am Leuchten. Und leuchtet jetzt in der gleichen Farbe. Also eigentlich hätten sie mir die Münzen auch vorher geben können. Ich meine, nicht jeder wäre jetzt so clever gewesen und hätte jetzt den kurzen Weg für sich entdeckt. Na gut, dann denke ich mal, dass wir hier... ach so, die Truhe. Genau, da haben wir jetzt auch noch so ein Rätsel gehabt. Das würde ich aber ehrlich gesagt... Ja, die habe ich meines Erachtens schon geholt, weil da ist auch so ein Haken irgendwie dran. Also das irritiert mich so ein bisschen. Aber die müssen wir noch holen. Dann würde ich sagen, dass ich da jetzt nochmal eben zurückgehe und dass wir uns dann gleich wieder zurück auf der alten Insel wiedersehen. Bis gleich. So, wir sind jetzt auf der Insel und ich habe gar kein gutes Gefühl. Also, da ist irgendwas, was wir treffen müssen, aber anscheinend nicht von dieser Seite. Ich guck mal eben nach, aber da kann man vermutlich von hier aus so nicht durchschießen. Nee, das ist auf jeden Fall nicht frei. Ich vermute mal, dass wir erstmal... Aber wo fangen wir da an? Das ist jetzt die Frage... Da hinten ist es am Leuchten, dass man da eventuell den Pfeil anzünden kann. Aber normalerweise würde ich ja sagen, dass wir hier anfangen müssen. Das verwirrt mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen. Also da unten müssen wir auf jeden Fall auch durchfliegen. Da müssen wir durchfliegen. Muss ich hier irgendwie über die ganze Insel durch? Ich schau mal eben. Ah, da ist was zum Draufstellen, ja. Ja, das ist anscheinend der Start von dem... Okay, da müssen wir doch dahin. Nein, bleib da drauf. Okay. Ja, dann haben wir nämlich auch das mit dem... Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hin muss. Moment, nach links erstmal. Moment, was ist das denn? Nein, oder? Oh mein Gott, ich glaube da unten... Ey, das sieht aus ich kann schon gar nicht mehr reden. Wie ein legendäres Pferd. Komme ich da wieder hoch, wenn ich da jetzt runtergehe? Ich würde das ehrlich gesagt gerne vorher machen. Mit dem Zähmen. Moment. Ich weiß nur nicht... Oh ja. Oh. Nein, was macht der denn? Lass los. Och Mann, was machst du? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Oh. Komm her. Komm her. Komm her.
Muss ganz langsam ran, oder? Hi. Alles okay. Alles gut. Ich bin nur hier, um dich zu zähmen. Du siehst nicht so schön aus. Entschuldigung, das hätte ich nicht sagen sollen. Komm her, mein Süßer. Oh, ich will dich nur zähmen. Alles gut, alles gut. Ja! Wie geil! Oh! Wie geil ist das denn? Ich habe zuerst gedacht, das wären Gegner hier unten. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Ich denke mal nicht, oder? Schauen wir mal, aber ich denke mal, da das ja schon so ein Highlight ist hier. Oh, ist das geil. Jetzt, achso, ja klar, das ist die eine Truhe. Ich zeige euch auch nochmal ganz kurz auf der Karte. Also wir sind jetzt genau hier oben, da bei den Schmetterfelsen, also im Anfangsgebiet. Also rein theoretisch, sobald ihr da rüberkommt, und ich glaube, das erste Mal bin ich ganz, ganz knapp hier rübergekommen, da konnte ich noch nicht gleiten. Also theoretisch könnt ihr das wohl von Anfang an holen. Hier versteckt in der Ecke, ganz unten an diesen Felsen, da findet ihr dieses Reittier hier. Oh, das ist so krass. Hallo. Ja. Ich muss mal eben schauen. Oh, da muss ich mal kurz ein Bild von machen. Auch so zur Erinnerung, wo das jetzt überhaupt war. Zack. Ja. Oh, das ist ja geil. Jetzt haben wir wieder ein neues Reittier dazu. Okay. Oh, ich bin hier gerade irgendwie so... Ich schwebe jetzt gerade innerlich. Ich freue mich so, weil ich gedacht habe, okay, die findest du wahrscheinlich sowieso nicht. Es war jetzt ein absoluter Zufall, dass ich überhaupt auf dieses eine Lilane getroffen bin, was wir irgendwann mal vor ein paar Folgen hatten. Oh, das war jetzt nicht so günstig, dass ich das jetzt alles direkt hintereinander gemacht habe. Geh rüber, geh rüber, geh rüber. Ja, weiter, 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 weiter. Komm, geh da hoch. Och, Mann. Okay. Ja, weiter, weiter. Ah, da müssen wir hier nochmal rüber. Aber egal, wir haben das legendäre... Ja, ich habe gar nicht drauf geachtet. Das war ein Pegasus, glaube ich, ne? Das hatte kein Horn. Oh, wie geil. Jetzt kann ich auch, denke ich, mit gutem Gewissen hier schießen. Ich habe echt gedacht, das wäre ein Gegner gewesen da unten. Geil ist das denn? Okay, schauen wir mal, ob ich das jetzt hinkriege, den Weg zu finden, wo wir jetzt ja eigentlich schießen müssen. Moment, da ist links noch eins. Und schon sehe ich das nächste nicht. Das ist immer so eine Sache. Ach, da unten links. Dahinter. Muss ich da rein? Oh oh. Denk nicht, oder? Scheiße, muss ich hin? Leute. Ja, die Hühner interessieren mich nicht. Wo muss ich hin? Da oben? Nee. Das sind die, wo ich hergekommen bin. Ach nee, komm. Ich habe keine Ausdauer mehr. Moment, doch, da muss ich doch durch. Hä? Ah, scheiße. Nein. Ich weiß jetzt, wo ich hin muss. Ach, ich bin so blöd. Ehrlich. Sagen wir mal nichts zu. Okay, aber die anderen muss ich jetzt nicht mehr entzünden. Das heißt, ich weiß so in etwa, wo ich hin muss. Kann also auf direkten Wege mehr oder weniger da rein. Ach, ich bin so... Ich habe noch gedacht, es kann doch nicht sein, dass ich da durch muss. Da hinten war doch irgendwas Rotes. Aber das Rote war natürlich weg, weil wir sind ja schon da durchgegangen. Das war jetzt richtig mega intelligent von mir. Das war schon. Okay, dann hatte das mit der Truhe gar nichts zu tun. Ja, ich würde mal aufpassen, so oft wie du die Chaosmünzen schon an den Kopf bekommen hast. Du wolltest, dass Hermes Io befreit. Also hat er dafür gesorgt, dass der Riese einschläft und sie zurückgeholt. Echt? Gute Idee von mir.
Ja. War eine echt gute Idee. Die Frage ist jetzt, kriege ich das jetzt da oben hin? Kann ich irgendwie von der Rückseite... Ah nee, da muss ich draufstehen, ne? Das ist das, was mich jetzt so ein bisschen irritiert. Also theoretisch, die sind ja jetzt alle hier entflammt. Theoretisch müsste ich ja eine von denen nutzen können, um das anzuzünden. Die Frage ist dann nur, ob ich dann auch da reinkomme bei dem einen. Ich schaue da mal eben nach. Also, wenn das relativ offensichtlich ist, werde ich das in dieser Folge noch machen. Ansonsten, ja, muss ich mal schauen. Aber da kommt man von hinten, glaube ich, gar nicht ran, oder? Hier ist ja, hier sind ja auch nochmal zwei Flammen. Also rein theoretisch müsste ich ja auch da reinschießen können. Aber ich brauche ja noch nicht meine Flamme, ne? Ich brauche eigentlich nur... Ich weiß auch nicht, ob ich von da unten irgendwie da reinschießen kann. Da ist ja so ein Loch, oder? Oh, okay. Ein Loch ist da. Ich weiß aber gerade nicht... Ich muss mal eben was... Ach nee, kann ich das hier nachgucken? Fähigkeiten? Habe ich das gekauft? Ich weiß es nicht. Bogenschütze. Reflexschuss? Scharfschütze. Nee, das sind, wenn, dann die Götterfähigkeiten, nehme ich an, ne? Ich meine nämlich, ich muss mal eben was ausprobieren. Doch, ich habe die ich habe die Beschleunigung drin. Dann können wir das mal ausprobieren. Ob wir das dann so hinkriegen. Entweder bin ich da zu blöd für oder es funktioniert nicht. Kann man den noch langsamer machen? Oh, das ist ja... Von links kommt man da gar nicht rein, ne? Komme ich jetzt nicht hoch? Ich probiere es jetzt noch ein paar Mal. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so gedacht ist. Ich probiere mal eben, ob von links was offen ist. Nee, von links ist alles zu, ne? Oh! Oh! Ah, okay. Jetzt habe ich was gesehen. Haha. Das probieren wir doch gleich nochmal. Das war jetzt ein bisschen... Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist, aber wir probieren es trotzdem mal von links da reinzukommen. Na, da bin ich aber irgendwie zu weit. Was mache ich denn jetzt? Ich denke, dass ich wirklich von unten rein muss. Das Problem ist... Das schaffe ich nicht. Also das ist zu schnell, dass er dann da... Und hier, ich weiß nicht, wann ich da hoch soll sonst. Weil wenn ich zu früh hochgehe, knallt der immer hier vorne dagegen. Ja, dann knallt der da nämlich schon dagegen. Also irgendwie, ich will jetzt auch nicht die Folge hier voll ballern mit meinen... versuchen, da durchzuschießen. Also von unten kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass man das machen soll. Ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich von ganz links da rein. Oh. Dass man irgendwie so... im anderen Bogen da rein... schießt oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Oh Gott. Okay. Also, ich weiß nicht, ob es so gedacht war. Keine Ahnung. Aber es hat funktioniert. Steinglanzplatte. Okay.
Da schauen wir doch noch mal kurz nach. Füllt 120% eines Gesundheitsfelds auf, wenn ein Gegner betäubt wird. Ja. Und da haben wir ein Gesundheitsfeld mehr. Ich weiß nicht. Plus 33% Verteidigung gegen einzigartige Gegner. Ich weiß nicht, ob ein Gesundheitsfeld so viel ausmacht. Ich meine, plus 33% Verteidigung mehr ist natürlich nicht schlecht. Plus 275% Verteidigung bei voller Gesundheit ist natürlich auch nicht schlecht, aber wenn man einen Hit abbekommt, ja, dann war's das. Füllt bei Treffer mit Combo-Abschluss 7% eines Gesundheitsfelds auf. Ich würde fast sagen, dass wir die tragen und einfach mal ausprobieren demnächst. Weil da haben wir grundsätzlich plus 33% mehr Verteidigung. Zwar nur bei einzigartigen Gegnern. Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Ich vermute mal, dass das wahrscheinlich nur die legendären Tiere sind. Vielleicht haben wir aber auch Glück und es sind auch die großen Gegner. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sieht die Rüstung ja nicht schlecht aus. Und sie ist in lila. Also eine schöne Farbe, wie ich finde. Ja, dann würde ich sagen, dass wir... ich schaue nochmal kurz auf die Karte. Genau, die Bogenschützen-Herausforderungen haben wir jetzt alle hier gemacht. Ich bin der Meinung, dass wir die Truhe auf jeden Fall schon gemacht haben. Das ist ein Zeitrennen. Das würde ich persönlich ein bisschen jetzt lieber hinauszögern, weil Zeitrennen mag ich ehrlich gesagt nicht so. Dass wir uns dann in der nächsten Folge hier so in dem Gebiet aufhalten, dass wir dann mal schauen, was wir hier noch so finden. Weil da sind bestimmt auch noch so einige Rätsel, die wir finden können, beziehungsweise waren wir hier schon drin? Ja, da, genau, da waren wir schon drin. Da wird die Truhe zwar noch nicht bekommen, aber da waren wir drin. Die Truhe werden wir uns dann mal schnappen und mal gucken. Mystische Herausforderung. Ich weiß nicht genau, was es ist. Vielleicht hier nochmal so ein bisschen umschauen. Und das werden wir auf jeden Fall auch noch machen. Das können wir auch direkt schon mal verfolgen. Erledige die legendären Bestien. Ach so, genau. Dafür müsste ich 4, glaube ich, erst erledigt haben, damit ich überhaupt in die Unterwelt komme. Ja, das hatten wir, glaube ich, schon mal probiert. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen die Gegend erkunden und dann hoffentlich noch ein legendäres Tier, einen legendären Gegner finden, damit wir dann da oben weiterkommen. Ja, auch wenn es manchmal kurz vor der Verzweiflung war, wie ich zugeben muss, hat es doch trotzdem sehr großen Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao.